Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die vorliegenden Änderungen sollen den Weg zu einer dauerhaften bundesweiten 2G-Plus-Regelung freimachen. Es ist der Weg, den Sie wollen: impfen, 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 boostern, boostern, boostern. Jeder soll geimpft werden. Und wissen Sie was? Mit diesem Weg wird es nie ein Ende der Pandemie geben. Wir brauchen aber ein Ende der Pandemie. In den USA, in den meisten Bundesstaaten, hat man jetzt die ganzen Corona-Regeln aufgehoben und ein normales Leben wieder möglich gemacht. Und das ist das, was wir in Deutschland jetzt auch machen müssen. Weil Omikron eben nicht die hochgefährliche Variante ist, sondern Omikron steckt viele Leute an, die es gar nicht mal merken, dass sie irgendeine Infektion haben. Und es ist keine tödliche Krankheit. Und sie machen wieder ihre Panikmache weiter, wie das schon die ganze Zeit geschieht. Dieser Verordnungsänderung stimmen wir nicht zu, weil wir nicht wollen, dass die ganze Bevölkerung sich alle 3 bis 4 Monate wieder impfen soll. Das kann doch nicht wahr sein. Die Leute, die glauben, sie haben mit den ersten Impfungen eine Immunisierung erreicht, dann wollen sie die alle paar Monate wieder neu zum Impfen schicken. Das geht doch überhaupt nicht, weil die Impfungen haben überhaupt keine Immunisierung herbeigeführt. Das ist rein politisch motiviert, verfassungswidrig und dient der Erzeugung eines dauerhaften Impfdrucks. Gegen freiwillige Impfungen ist nichts einzuwenden. Aber was Sie wollen, ist, die Leute zur Impfung zu zwingen mit einer Impfpflicht. Und das darf niemals sein. Fakt ist jedoch, die Covid-19-Impfstoffe werden seit einem Jahr massiv eingesetzt. Und sie haben trotz erreichter Impfquote von über 70% weder zu steigenden Inzidenzen noch vor der Weiterverbreitung des Virus geschützt. Wovor hat denn diese Impferei geschützt? Die 60 Millionen, die geimpft worden sind, vollständig geimpft worden. Es ist unbestreitbar, dass bei keinem der bisherigen Impfstoffe derart viele schwerwiegende bis zum Tod reichende Nebenwirkungen aufgetreten sind, die den Sinn dieses gentherapeutischen Medikaments vollständig in Frage stellen. Nach den neuesten Zahlen des RKI-Instituts ist der Anteil der Geimpften und Geboosterten unter den Neuinfektionen mit Omikron größer als der Anteil der Ungeimpften. Das heißt, die Pandemie der Ungeimpften ist eine reine Erfindung der Herren Tschentscher, Söder und Kretschmer, um die allgemeine Impfpflicht durchzusetzen. Das Paul-Ehrlich-Institut verzeichnet in seinem Sicherheitsbericht vom 23.12. für die Covid-19-Impfungen 197.000 Meldungen, darunter 26.000 schwerwiegende Fälle und 1.919 Todesfälle. In den letzten 11 Monaten wurden für alle Covid-19-Impfstoffe 4-mal so viele Todesfälle in absoluter Zahl gemeldet wie in den ganzen letzten 20 Jahren für alle anderen in Deutschland eingesetzten Impfstoffe. Ich komme zum Schluss. Ich sage Ihnen, wir wollen keine Verlängerung dieser Pandemie zu einer jahrelang weiter andauernden Panikmache, um die Gewinne bei der Impfindustrie immer weiter nach oben zu treiben. Wir sind keine Lobbypartei, sondern wir wollen, dass das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit in diesem Land geschützt wird. Und aus diesem Grund lehnen wir diese Bestimmung ab und fordern Sie auf, gehen Sie mit uns den Weg aus der Pandemie, indem wir ein normales Leben in Deutschland wieder möglich machen und keine Impfapartheit zulassen. Danke sehr. Vielen Dank.